Also wir haben schon eine lange Webinarstrecke hinter uns in den letzten 15 Monaten. Während den diversen stärkeren und lockereren Lockdown-Phasen und freuen uns nach wie vor über großen Zuspruch zu unserem Webinarangebot zu verschiedenen verkehrspolitischen Aspekten. Momentan haben wir auch passend zum sozialpolitischen Schwerpunkt unserer Landtagsfraktion der Grünen im Bayerischen Landtag mehrere Webinare, die sich mit den softeren Themen sozusagen der Verkehrspolitik, die aber nicht minder wichtig sind, ganz im Gegenteil, beschäftigt. Viel Thema Fußverkehr, viel Thema öffentlicher Raum, viel Verkehrsberuhigungsthemen. Und heute freue ich mich sehr, dass wir uns eben zum Thema soziale Verkehrswende, wie hilft die Verkehrswende allen speziell damit beschäftigen, wie wir Verkehrswende und soziale Verträglichkeit der nötigen Maßnahmen und Umsteuerungen in Einklang bringen können. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir ganz hochkarätige, tolle Referentinnen heute hier begrüßen können, die sich genau mit dem Thema sehr umfassend und sehr ausgiebig beschäftigt haben. Ich verfolge das schon seit einiger Zeit über Newsletter, auch das VCD, was die beiden immer wieder mal geschrieben haben und auch auf der Website und in verschiedenen Kanälen erarbeitet und dargestellt haben. Und ich freue mich sehr, die beiden Gäste und Referentinnen heute begrüßen zu dürfen. Ich fange an mit Katharina Klaas aus Berlin. Sie ist Geografin, Umweltmanagerin von der Ausbildung her. Hat bei verschiedenen umweltpolitischen Forschungs- und Beratungsinstituten gearbeitet und ist seit letztem Jahr beim VCT als Projektberaterin tätig, zum Thema Verkehrswende, klimaverträglich und sozial gerecht. Also genau unser Thema. Und im selben Projekt als Projektleitung tätig ist Alexander Kaas-Elias, ebenfalls aus Berlin. Er ist eigentlich Historiker, wie ich übrigens auch, und Politikwissenschaftler. Er war tätig für die Europäische Kommission, hat bei unserem grünen ehemaligen Europaabgeordneten Michael Kramer aus Berlin gearbeitet, aber auch für die grüne Bundestagsfraktion. So ist für dich also sozusagen ein Heimspiel hier in der Runde. Ich freue mich sehr, dass ihr beiden da seid. Wir haben aber auch hochkarätige, namhafte Gäste hier im Auditorium. Auch ein herzliches Willkommen an alle, die sich zugeschaltet haben. Ich freue mich sehr, dass wieder schon fast Stammgast bei uns, Geschäftsführer des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds, Herr Rosenbusch, bei uns zu Gast ist, aber auch vom VCD, was nicht fern liegt bei den Gästen, Bernd Sluka, Herr Altenberger zu Gast sind, aus dem Stadtrat ist hier Paul Bickelbacher, Andreas Schuster, letzterer auch als Green City Vertreter. Aber wir haben auch von der Bayerischen Landesarbeitsgemeinschaft Verkehr der Grünen Gäste hier und wir haben einen Hochschulprofessor von der Hochschule Nürtingen, Geislingen, Sven Kesselring, herzlich willkommen. Und in so, glaube ich, haben wir eine hochinteressante, spannende Diskussion auch zu erwarten mit den Beiträgen von euch und von Ihnen aus dem Auditorium, dass Sie bei diesem Format GoToWebinar, viele werden es kennen, nicht einfach so in die Kamera sprechen können. Das ist halt so bei dieser Technik, sondern bitte in die Toolbox schreiben, die rechts am Rand zu finden ist. Dort können Rückfragen, Beiträge geschrieben werden und wir werden nach den Vorträgen der beiden Referierenden, die dann einbringen und hier versuchen zu beantworten oder aufzugreifen. Zeit haben wir bis 19 Uhr. Um 19 Uhr ist die Session aus. Wir werden rechtzeitig abmoderieren, stürzen uns jetzt aber erstmal in die beiden Vorträge. Und ich bin sehr gespannt, was ihr uns zu berichten habt zum Thema, wie wir die Verkehrswende so gestalten können, dass sie allen Menschen hilft. Nicht nur möglicherweise einer gut verdienenden Schicht in der Bevölkerung. Bühne frei, wer von euch fängt an? Ja, ich würde anfangen und Anais, wenn du bitte die Präsentation teilen würdest. Genau, ja. Also wir danken nochmal recht herzlich für die Einladung, dass wir heute unser Projekt vorstellen können. Verkehrswende klimaverträglich und sozial gerecht, das Katharina und ich betreuen. Wir werden gefördert vom Umweltbundesamt und haben im April letzten Jahres mit dem Projekt angefangen und es läuft noch bis September diesen Jahres. Und Markus hat ja schon dargestellt, auf unserer Webseite haben wir einige Blogartikel dazu veröffentlicht. Bitte die nächste Folie.
Genau. Wir haben dann mal so grob die Agenda für heute zusammengestellt. Also, was ist der VCD? Das Projekt habe ich ja schon vorgestellt. Zu viel Verkehr und nach dem Motto versteckte Kosten des Verkehrs und dann den Part zu wenig Mobilität, soziale Aspekte der Verkehrswende wird dann Katharina dankenswerterweise übernehmen und die Themen Mobilitätsarmut und ländliche Räume darstellen und zum Schluss ja dann Fragen und Diskussion. Nächste Folie bitte. Genau, ich stelle noch kurz den VCD, den Mobilitätsverband vor. Wir sind ein gemeinnütziger Umweltverband. Im Mittelpunkt steht für uns der Mensch in seinen Mobilitätsbedürfnissen. Wir setzen uns ein für klima- und umweltverträgliche, sichere und gesunde Mobilität. Dazu machen wir Druck auf die Politik, endlich die richtigen Rahmenbedingungen für die Verkehrswende gesetzt werden. Ich möchte noch erwähnen, dass wir aktuell ja gerade mit dem Projekt Bundesmobilitätsgesetz unterwegs sind. Um eben da noch viel mehr eben die ganze Klimaverantwortlichkeit im Verkehr, aber auch eben die Bedürfnisse, was brauchen wir eigentlich für eine Verkehrspolitik wirklich unterwegs sind. Wenn dazu noch Fragen sind, kann ich gerne im Anschluss dann noch was berichten, beziehungsweise den Link teilen. Und unsere Agenda ist eben die nachhaltige Mobilität und die Verkehrswende mit Aktionen und Kampagnen auch selber in die Hand zu nehmen. Wir sind da seit 1986 für ein gerechteres und sozial zukunftsfähiges Miteinander unterwegs auf der Straße, egal ob zu Fuß, auf dem Rad, mit dem Bus, mit der Bahn und dem Auto. Wir arbeiten vor Ort mit 12 Landesverbänden und rund 160 lokalen Gruppen. Wir sind bundesweit organisiert und europaweit vernetzt. Unsere europäische Dachorganisation ist Transport and Environment und insgesamt unterstützen uns über 55.000 Mitglieder. Dann nächste Folie bitte. Ja, unser Projekt hat, wie ich schon sagte, Anfang April 2020 angefangen. Und unsere These ist eben, allen Menschen muss Mobilität ermöglicht werden, damit sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Und das eben egal, wie viel sie verdienen. Und ein Fokus unseres Projektes war eigentlich, welche Mobilitätsbedürfnisse haben Menschen mit geringem Einkommen wirklich? Und haben eigentlich aufgezeigt, dass die Kosten des Verkehrs jetzt schon sehr ungerecht verteilt sind und wollen eigentlich mit dem Vorurteil auch aufräumen, was ja gerade auch aktuell diskutiert wird, können wir gerne sicherlich auch nochmal nachher diskutieren, ohne dass wir jetzt auch in Detail eingehen, CO2-Bepreisung eben jetzt nicht unbedingt die Mobilität unmöglich macht, sondern dass man das richtig organisieren kann und eben auch da die Menschen mitdenken kann. Dann die nächste Folie bitte. Genau, das ist dann eben der mittlere Part, den wir uns vorgenommen haben. Zunächst schauen wir uns mal an, warum das bestehende System jetzt schon ungerecht ist, wie das mit den Verteilungen der Kosten aufgeht, aber auch eben die negativen Auswirkungen des Verkehrs, die jetzt schon wirken. Und dann gleich die nächste Folie bitte. Ja, hier kann man dann nochmal sehen, die externen Kosten des Verkehrs. Das sind insgesamt knapp 150 Milliarden Euro, Stand 2017. Und davon wiederum übernimmt der Straßenverkehr 95%, also eine deutliche Mehrheit der Kosten, die entstehen. Und die werden von der Allgemeinheit getragen. Also werden zum Beispiel nicht durch Kfz-Steuer, Lkw-Maut etc. aufgefangen. Das sind knapp 50, 60 Milliarden Euro. Sieht man, dass man immer noch ein Gros der Kosten übrig bleibt, die eben von allen uns getragen werden mit den verschiedensten Kosten, die dabei entstehen. Beispielsweise sind das 61 Milliarden Euro, die durch Unfälle entstehen, die durch einen Großteil von Pkw oder Motorrädern verursacht werden. 27 Milliarden Euro sind Klimaschäden verursacht, auch überwiegend durch Pkw, Lkw und Lieferverkehr. Die Kosten der Luftschadstoffe sind fast 10 Milliarden und aber auch weitere Prozesse wie nachgelagerte Prozesse bei der Entstehung von Fahrzeugen oder Außerbetriebssetzung sind da eben mit eingeflossen, aber auch die klassischen Formen wie Schäden durch Lärm an der Natur oder Landschaft, die eben durch die ganze Verkehrsinfrastruktur entstehen. Also man sieht, unser System ist sehr teuer und wir zahlen das alles mit unseren Beiträgen aus Steuern
und Unfälle, eben auch Krankenkassenbeiträge etc. Dann die nächste Folie bitte. So, und hier sieht man eben auch, wer verursacht eigentlich die Kosten. So, und wenn ich mir das untere Einkommensfünftel angucke, kommen auf 100 Haushalte bundesweit gesehen gerade mal 46 Pkw. Gucke ich mir das bundesweit an für das höchstere Einkommensfünftel, habe ich im Schnitt 3 Pkw. Das sind dann eben 196 auf 100 Haushalte. Also im Schnitt sind das, Entschuldigung, 2 Pkw pro Haushalt, die vorhanden sind, eben in der höchsten Einkommensfünftel. Und es zeigt sich eben, dass ja, die Menschen mit wenig Einkommen eher wenig beitragen zu den ganzen Negativfolgen, die wir ja vorhin dargestellt haben. Wohingegen eben Menschen mit viel Einkommen, wie man das ja dann auch in der zweiten Grafik sieht, eben ein deutlich höheres Emissionen verursachen und eben auch da vor allen Dingen beim Fliegen eben einen sehr großen Anteil haben. Und genau. So, also man sieht eine sehr ungleiche Verteilung und im Gegensatz, wenn man sich dann anguckt, wie sieht das aus beim öffentlichen Verkehr? Haushalte mit sehr niedrigen Einkommen nutzen viel mehr Bus und Bahn, das sind im Schnitt 29%, während Haushalte eben mit höheren Einkommen ca. 18 bis 24%, das den öffentlichen Personennahverkehr nutzen. Also auch hier die Frage, die sich stellt, wenn ich Mobilität bereitstellen will, was muss ich eigentlich tun, damit Menschen mit wenig Einkommen mobil sind? Und das ist eben viel weniger das eigene Auto, sondern der öffentliche Verkehr. Dann die nächste Folie bitte. So, und hier sieht man dann auch nochmal, wer ist denn eigentlich betroffen? Und der derzeitige Fokus auf den Autoverkehr schadet insbesondere einkommensschwachen Haushalten. Zum einen schließt die Anbindung nur durch Straßen und den eigenen Pkw diejenigen aus, die sich ein Pkw nicht leisten können oder auch keinen haben wollen, und zwingt sie dazu, an anderen Stellen zu sparen, um das Auto zu finanzieren. Und wiederum leiden dann besonders einkommensschwache Haushalte besonders an den Folgen der Umweltauswirkungen. Und Studien zeigen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen sozialem Status auf der einen und Luftverschmutzung, Lärm und Grünflächenversorgung auf der anderen Seite. Die Mieten an Hauptverkehrsstraßen sind häufig niedriger, sodass dort eher Menschen mit niedrigen Einkommen leben und dort Lärm und erhöhter Luftverschmutzung durch Feinstaub und Stickoxide ausgesetzt sind, während Menschen mit höheren Einkommen sich Mieten in ruhigeren und grüneren Gegenden leisten können. Und ca. 34% der armutsgefährdeten Personen klagen in Umfragen über Lärmbelastung, unter anderem durch Verkehrslärm. Bei nicht armutsgefährdeten Personen sind es 24%. Ähnliches gibt es dann auch bei der Verschmutzung, Ruß und anderen Umweltbelastungen durch Straßen- und Flugverkehr, unter denen 30% der armutsgefährdeten leiden. Im Vergleich sind es etwa 23% der nicht armutsgefährdeten, die darunter leiden. Und dann eben auch der Punkt Gesundheit. Die dauerhafte Belastung durch Lärm, Luftverschmutzung ist nicht nur unangenehm, sondern führt eben auch zu einem höheren Risiko, zu Atemwegserkrankungen bis hin zu vorzeitigen Todesfällen, sodass eben sozial Menschen mit wenig Einkommen viel mehr darunter leiden unter der Verkehrsinfrastruktur, auch wenn sie sie eben viel weniger nutzen. Und genau, dann bitte die nächste Folie. Hier sieht man dann nochmal die Herausforderung, die externen Kosten des Verkehrs zumindest teilweise zu internalisieren, also eben sich selbst tragen zu lassen. Und eine Möglichkeit wäre es eben, die umweltschädlichen Subventionen abzubauen, von denen überdurchschnittlich eben eher Menschen mit höheren Einkommen profitieren. Und umweltschädliche Subventionen belaufen sich insgesamt auf ca. 28 Milliarden Euro im Jahr. Das sind Zahlen des Umweltbundesamtes. Und zugleich sind eben Menschen mit hohem Einkommen, wie man auch in der Grafik sieht, eben überdurchschnittlich an Pendeln. Sie fahren längere Strecken.
Und aufgrund der Steuerprogression sparen Sie dann bei gleichen Pendelkosten sogar ein Haushalt mit höheren Einkommen sogar noch mehr Steuern als eben ein Haushalt mit niedrigen Einkommen. Und auch die derzeitige Dienstwagenregelung bevorzugt diejenigen, die ohnehin besser verdienen. Und dann werden auch noch Anreize geschaffen, überdurchschnittlich große und emissionsintensive Fahrzeuge sich anzuschaffen. Zudem werden die Kraftstoffkosten häufig durch den Arbeitgeber getragen. Das ist dann quasi eine Flatrate zum Autofahren und keinerlei Anreiz, eben öffentliche und klimafreundliche Verkehrsmittel umzusteigen. Und eine Abschaffung dieser umweltschädlichen Subventionen wäre damit eigentlich auch ein Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit. Können wir ja gerne auch noch mal diskutieren. Bevor ich dann jetzt abgebe zu den sozialen Aspekten der Verkehrswende an Katharina, kann ich sagen, dass wir auch insgesamt in ein Bündnis mit Gewerkschaften, evangelischer Kirche, aber auch anderen Umweltverbänden wie den NABU und dem BUND und auch Sozialverbänden das Bündnis Sozialverträgliche Mobilitätswende gestartet haben, um auch nochmal darauf deutlich zu machen, dass die soziale Herausforderung sich eben nicht von der Verkehrswende ausschließt. Aber Katharina, du hast jetzt gern das Wort. Genau. Einmal zur nächsten Folie dann bitte. Genau, jetzt kommen wir sozusagen weg von dem Problem, die durch zu viel Verkehr verursacht wurden, hin zu den Problemen von zu wenig Mobilität auf der anderen Seite, also hin zu Menschen, die bei dieser Diskussion halt häufig vergessen werden, ne, die ausgrund von verschiedensten Faktoren in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Und das sind oft, aber nicht nur, halt Menschen mit geringem Einkommen oder BezieherInnen von Grundsicherungen oder geringen Renten zum Beispiel, die einen Großteil ihres zur Verfügung stehenden Einkommens in Mobilität investieren müssen und dafür auf andere Dinge verzichten. Oder aber die halt entsprechend auf Mobilität verzichten, je nach Prioritätensetzung. Und das kann halt heißen, dass sich Haushalte zum Beispiel einen eigenen PKW leisten, obwohl sie es eigentlich sich finanziell nicht leisten könnten, weil da sozusagen Priorität liegt und dafür auf andere Dinge verzichtet werden. Oder, und das gilt dann vor allem für ländliche Räume, da gehe ich später noch ein bisschen drauf ein, dass man ohne PKW halt tatsächlich auf Mobilität verzichtet. Ja? Dass das dann, wenn da keine alternativen Mobilitätsformen zur Verfügung stehen, dann zu Mobilitätsarmut führen kann. Genau, zur nächsten Folie bitte. Genau, sind nämlich die Ursachen von Mobilitätsarmut dargestellt. Was ist Mobilitätsarmut? Es wird definiert als die Einschränkung des Möglichkeitsraums für Ortveränderung, die eine geringe Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zur Folge hat. Und das zeigt halt, dass Mobilität nicht nur ein Verkehr von A nach B ist, ja, nicht nur die Bewegung, sondern viel größer ist, nämlich eine Grundvoraussetzung zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Ja. Das heißt, dass Menschen, die nicht mobil sein können, häufig auch viele eigentlich gewünschte Aktivitäten nicht ausführen können und deshalb sich ausgeschlossen fühlen oder ausgeschlossen sind. Und für so eine Mobilitätsarmut kann es ganz verschiedene Gründe geben. Das eine ist das Offensichtliche, das Finanzielle, also die Kosten. Das heißt, ich kann mir Mobilität schlicht nicht leisten, sei das ein Auto oder sei das auch ein Busticket. Es kann aber auch andere Gründe haben, wie zum Beispiel räumliche, ne, also eine schlechte Anbindung an den ÖPNV. Schlecht erreichbare Haltestellen, die einfach zu weit weg sind, eine unpassende Linienführung, also dass der Bus einfach die Linie des Busses zu weit weg ist von meinem Wohnort, fehlende Umstiegsmöglichkeiten, also dass ich mit den zur Verfügung stehenden Linien mein Ziel nicht erreichen kann, aber auch schlechte Bedingungen von Rad- und Fußverkehr, die Mobilität einschränken, indem halt für diese Verkehrsmittel, die nicht als Alternative zur Verfügung stehen. Es kann aber auch zeitliche Ursachen haben, also dass mein Tagesablauf zum Beispiel einfach nicht zu den angebotenen Verkehrszeiten passt. Also es gibt halt viele Regionen, wo halt eigentlich nur zu Schulzeiten Busse fahren und wenn das halt nicht zu meinem persönlichen Tagesablauf passt, dann kann das zu Mobilitätsarmut führen, wenn ich keinen eigenen PKW habe, um das auszugleichen. Können aber auch persönliche Gründe sein, also von körperlichen Einschränkungen, über eine nicht ausreichende Informiertheit. Es kann sein, dass ich nicht die Möglichkeit habe, mich zu informieren oder Informationen nicht über Kanäle verfügbar sind, die sich mir erschließen. Ja, das kann
Können kulturelle Aspekte sein, aber auch Sprach- oder Verständigungsschwierigkeiten, also dass Informationen zu Mobilitätsangeboten in einer Sprache zur Verfügung stehen, die ich nicht lesen kann, zum Beispiel. Da fallen aber auch Angsträume drunter, ne? Also wenn ich als Frau beispielsweise nachts Angst habe, den öffentlichen Verkehr zu benutzen, dann kann mich das sehr einschränken in meiner Mobilität. Genau. Und nicht zuletzt partizipative Gründe. Das bedeutet, dass häufig bestimmte Gruppen in Planungsprozesse und Entscheidungsprozesse nicht wirklich einbezogen sind und dass da Mobilitätsbedürfnisse von bestimmten Gruppen nicht ausreichend berücksichtigt werden. Und es kann dann heißen, wenn man das bei der Planung nicht weiß und nicht berücksichtigt, dass da Mobilitätsarmut dann auch in die Zukunft fortgeschrieben wird. Das heißt halt, dass eine integrative Verkehrsplanung eigentlich diese ganzen Dimensionen mitdenken muss, um halt tatsächlich Mobilität und damit halt Teilhabe für alle gesellschaftlichen Gruppen zu ermöglichen. Denn wir sind halt der Meinung, dass Mobilität ein Teil der Daseinsvorsorge ist, ja, also auch eine staatliche Aufgabe, den Menschen Mobilität zu ermöglichen, unabhängig vom eigenen PKW. Genau, und damit zur nächsten Folie, bitte. Kommen wir nämlich jetzt zu den ländlichen Räumen, wo das also ein besonderes Problem ist. Und da zeigt diese Grafik halt ganz schön den Unterschied zwischen Stadt und Land und in Abhängigkeit vom PKW-Besitz. Ja, also es zeigt halt, dass zum einen Menschen mit PKW auch häufig längere Strecken am Tag zurücklegen und dass halt Menschen, die in der Stadt wohnen und kein PKW haben, halt auf den ÖPNV umsteigen können, dass aber Menschen im ländlichen Raum, dass sich deren Tagesstrecke halbiert sich, wenn sie keinen eigenen PKW haben. Das heißt, sie steigen eben nicht auf den öffentlichen Verkehr um. Und es kann halt heißen, es kann zumindest heißen, dass Menschen im ländlichen Raum ohne eigenes Auto halt ein größeres Risiko haben, unter Mobilitätsarmut zu leiden. Genau, und das können halt, also das betrifft halt dann vor allem Kinder und Jugendliche oder Ältere, die nicht mehr selber fahren können und wollen, oder Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, körperlichen Beeinträchtigungen, Personen ohne Führerschein und Menschen, die sich eben kein Auto leisten können. Aber auch diese Menschen haben halt ein Recht, mobil zu sein und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und sind deshalb angewiesen auf einen gut ausgebauten öffentlichen Verkehr. Ja, der ist halt aber leider in vielen Regionen halt nicht wirklich eine Alternative zum eigenen Auto. Ja, hier die auf der Folie rechts aufgeführten Gründe, das stammt aus einer Umfrage vom ADAC, der Menschen im ländlichen Raum gefragt hat, warum sie den ÖPNV nicht nutzen. Und ja, die Gründe sind halt dann also keine fußläufige Erreichbarkeit von Haltestellen. Also in vielen Gegenden muss man deutlich länger als 15 Minuten bis zur nächsten Haltestelle laufen. Und das ist dann einfach zu weit für den täglichen, für die täglichen Wege für viele. Das sind fehlende Direktverbindungen, unzureichender Takt, zu lange Fahrtdauer und so weiter. Das sind also die im Prinzip die Gründe, die ich gerade schon zum Thema Mobilitätsarmut angesprochen habe. Genau. Und das sind halt dann auch die Hebel, an denen man ansetzen muss, um den öffentlichen Verkehr auch im ländlichen Raum zu einer tatsächlichen Alternative zu machen zum eigenen Auto. Ja, nächste Folie bitte. Und wir glauben halt, dass eine Stärkung vom öffentlichen Verkehr halt also nicht nur aus klima- oder verkehrspolitischen Gründen wichtig ist, sondern eben auch aus sozialen Gründen. Ja, also um halt einfach allen Mobilität zu ermöglichen und damit eine Teilhabe. Und die Hürden sind groß und wir sind also der Meinung, dass da halt vor allem Themen wie eine Taktverdichtung eine erhebliche, die Zuverlässigkeit vom öffentlichen Verkehr, längere Bedienzeiten, auch zu Randzeiten, ja, einprägsamere Abfahrtszeiten, dass da eine Orientierung der Reisegeschwindigkeit an PKW-Fahrten, also am motorisierten Individualverkehr und eine einfachere Tarifstruktur. Das sind alles Punkte, die halt zu mehr Akzeptanz von öffentlichem Verkehr im ländlichen Raum beitragen können. Unsere Vorstellung ist, dass es da also so ein dreistufiges System gibt, ja, also dass es so ein übergeordnetes Bus- und Bahnnetz gibt, das die zentralen Orte über so Hauptachsen verbindet und auf denen muss es dann einen dichten Takt geben mit Angeboten, die da die zentralen Orte untereinander verbinden und dann eine Erschließung auch von der Fläche durch Regionalverkehr, aber auch durch sowas wie flexible Bedienformen, ne? Also das überall so Ruftaxis, Rufbusse, wo dann der Bus halt nicht seinen strikten Takt fährt,
stur, auch wenn keiner mitfährt, sondern dass halt am Bedarf orientiert wird. Und dass da Menschen dann anrufen können und wie sie ein Taxi bestellen, bestellen sie auch den Bus, um halt Leerfahrten zu vermeiden. Also gibt es ja mittlerweile ganz viele gute Ideen und Projekte, wie man sowas tatsächlich im ländlichen Raum auch umsetzen kann. Genau. Unsere Forderung ist also eine Mobilitätsgarantie, auch im ländlichen Raum, um halt, wie schon mehrfach gesagt, also soziale Teilhabe auch für die zu ermöglichen, die kein eigenes Auto haben, aus welchen Gründen auch immer. Auch die haben ein Recht auf Mobilität, weil das heißt soziale Teilhabe. Und deshalb muss das für alle möglich sein. Und das ist unserer Meinung nach eine staatliche Aufgabe, das sicherzustellen. Genau. Und damit sind wir, und dann die nächste Folie. Genau. Danken für die Aufmerksamkeit und sind sozusagen mit dem inhaltlichen Input jetzt erstmal durch. Wir freuen uns auf die Fragen. Ja, wunderbar, vielen Dank für den kompakten und hochinformativen Eindruck. Ganz viele Positionen, die ihr vorgetragen habt, die teilen wir und ja, formulieren wir auch so. Speziell das Wort Mobilitätsgarantie für den ländlichen Raum ist unser Konzept auch der Grünen Landtagsfraktion in Bayern, um ein Mobilitätsangebot im ländlichen Raum und flächendeckend in ganz Bayern anbieten zu können, mit ähnlichen Parametern als Qualitätsmerkmale, die ihr auf der Folie gezeigt habt, formulieren wir das auch. Bayern ist ja bekanntlich halt ein großer Flächenstaat und die Hälfte der Bevölkerung lebt im ländlichen Raum. Das sind also nicht nur ein paar wenige, sondern eben sehr, sehr viele Menschen, viele Millionen. Und wir haben weite Teile des Landes in Bayern, in denen die man eigentlich als ÖPNV-Diaspora bezeichnen muss, wo eben außer dem Schülerinnenbusverkehr, der halt gesetzlich vorgeschrieben ist, eigentlich nicht viel unterwegs ist, so wie ihr das auch gerade gesagt habt. Ich möchte nochmal das Auditorium ermuntern, fleißig Fragen reinzugeben in die Fragen-Toolbox. Ich habe mir selber zwei notiert. Vielleicht erstmal die eine direkt anknüpfend an die letztgenannte Argumentation, auch sozialpolitischer Art in Richtung Teilhabe und Daseinsvorsorge. Inwieweit seid ihr da in Kontakt und inwieweit wird diese Position auch unterstützt und vor allem aktiv vorgetragen von den Sozialverbänden oder Entschuldigung, oder anderen sozialpolitischen Vereinigungen bundesweit? Denn ich denke mal, die momentan im Bund noch regierende konservative Regierung und die noch bis 2023 regierende konservative Regierung in Bayern geben sich ja doch auch sehr sozial und sind gerade Argumentationen von Sozialverbänden, naja, sage ich mal, die werden nicht vom Tisch gewischt, zumindest weniger leicht, als wenn jetzt wir aus der Opposition was sagen oder wenn ein Fachverband ein Anliegen vorträgt. Da stehen ja Millionen von Personen dahinter über die jeweiligen Verbände. Inwieweit wisst ihr, seht ihr, dass hier Druck organisiert wird für besseren ÖPNV, aber auch für bessere Fuß- und Radwege, für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum, um Teilhabe, Daseinsvorsorge zu ermöglichen? Ja, ich kann ja mal anfangen. Also ich hatte es ja schon angedeutet. Wir sind ja unterwegs in dem Bündnis Sozialverträgliche Mobilitätswende, wo wir uns zusammengetan haben mit dem NABU, mit dem BUND, von der Gewerkschaftsseite DGB, IG Metall, Verdi und von den Sozialverbänden waren das der Sozialverband Deutschlands als auch der VDK und die Arbeiterwohlfahrt ist auch dabei und auch die Evangelische Kirche. Und genau mit diesen Fragen haben wir uns auseinandergesetzt und eigentlich alle haben in diesem Papier mitgetragen, dass Mobilität eigentlich auch ein Teil der gesellschaftlichen Daseinsvorsorge ist. Geht ja sogar so weit, dass eben barrierefreie Mobilität organisiert werden soll und sogar gesetzlich verankert werden soll. Da sind wir ja noch ein Stück weit, bis alle Bahnhöfe und alle etc. barrierefrei sind, noch ein Stück weit davon entfernt, das zu organisieren. Also da sind wir durchaus unterwegs und haben eigentlich aufgezeigt, ja, also die Verkehrswende und sozial spielt sich eben nicht, ist eigentlich kein Gegenansatz, sondern im Gegenteil, es gehört zusammen. Also nur wenn ich eben Mobilität für alle bereitstelle und die dann auch eben die Wahlmöglichkeit haben, ohne Auto aktiv mobil zu sein, schaffen wir das. Insofern tragen die das mit und auch die Frage eben Ausbau von Fußinfrastruktur, Ausbau von Radinfrastruktur wurde deutlich mitgetragen.
Vorsitzende des VDK, wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, ist ja selber sehbehindert und hat das ziemlich eindeutig eingeschildert, als wir das vorgestellt haben, wie sie für sie es ist, eben auf Fußwegen Hindernisse zu haben, wenn Ecken zugeparkt werden, dass sie nicht weiterkommt. Und von daher ist das auch ein klarer Fokus zu sagen, also der Fußverkehr ist eigentlich, wir sind ja alle zu Fuß unterwegs und für viele Menschen ist es eben nicht so einfach zu Fuß unterwegs sein. Und von daher ist das eigentlich die Grundvoraussetzung, gut zu Fuß mit ausreichend Platz unterwegs zu sein. Das wird schon breit getragen. Wir arbeiten weiter daran, das voranzubringen. Jetzt in verschiedenen Regionalkonferenzen. Es soll noch eine große Konferenz dann Anfang September dazu geben. Also da sind wir unterwegs mit den Sozialverbänden und unterstützen uns da gegenseitig. Gut, vielen Dank. Sind auch schon drei Fragen eingegangen. Gerne noch weitere. Bevor wir auf die eingehen, die auch nahtlos an das anknüpfen würden. Hier kommt eine vierte. Na, da stelle ich erst nochmal meine zweite und letzte Frage. Ich meine, vieles, was dem oder ja, der ÖPNV, aber auch viele Rahmenbedingungen zum Fuß- und Radverkehr, es werden in den Bundesländern gemacht, vor allem die Umsetzung erfolgt in den Bundesländern und in den Kommunen. Als bayerische Landespolitik interessieren uns da natürlich vor allem eben die Handlungsmöglichkeiten auf Landesebene. Letzte Woche hatten wir ein spannendes Webinar zum Thema Mobilitätsgesetz in Berlin, fokussiert auf den Fußverkehrsabschnitt sozusagen, ja, das erste bundesweite Fußverkehrsgesetz, wenn man es denn so betiteln will. Davon mal abgesehen, wie seht ihr die verschiedenen Aktivitäten in den verschiedenen Bundesländern? Gibt es da Best Practice, jetzt von dem genannten mal abgesehen, wo man sagen kann, da gibt es vielleicht auch ein Flächenland, das sich gut auf den Weg gemacht hat, das auch speziell die sozialpolitische Komponente der Verbesserungen im Umweltverbund in den Vordergrund rückt? Also jetzt ein Bundesland als Ganzes hervorheben, glaube, sozialpolitisch, so weit sind wir noch nicht. Wir haben ja jetzt gerade einen aktuellen Blogartikel zu den Sozialtickets gemacht. Und zumindest ist die Entwicklung da positiv, dass die meisten Sozialtickets mittlerweile nicht mehr teurer sind als der Satz für Mobilität im Arbeitslosengeld 2. Gibt aber eben auch noch Beispiele, wo es besser werden kann. Aber eben auch dann wiederum Städte, größere Gemeinden haben das, kleinere Gemeinden haben es weniger. Und gerade eben da ist ja die Herausforderung, also wenn ich Menschen mit wenig Einkommen eben mobilisieren will, um es mal so zu formulieren, und dann nicht ein Sozialticket anbiete, wie war das, Katharina? Die eine Begründung war ja sogar, das würde ja gar nicht so viele Leute erreichen und würde sich nicht lohnen. Stelle ich mir schon die Frage, ja, also da muss die Sozialpolitik noch deutlicher gestellt werden. Also ich glaube, daneben, dass das eben eine kommunale Pflichtaufgabe sein muss, die dann auch entsprechend sicherlich finanziert werden muss, muss auch dieser soziale Aspekt deutlich mehr einfließen. Wenn ich dann Lösungen finde, dass ich dies immer auch mit berücksichtige, dass eben Menschen, die wenig Einkommen haben, eben da auch mitfahren können, da glaube ich, können alle Bundesländer noch was dazu tun, außer die Stadtstaaten, die es natürlich dann einfacher haben. Ja, das ist also gerade beim Thema Sozialtickets, ne, dann auch doch einfach eine Finanzierungsfrage, weil dann natürlich für die Kommune dann entsprechend Einnahmeausfälle entstehen und die dann von irgendeiner Stelle aufgefangen werden müssen, was dann halt wieder, also das, ich glaube, in NRW zum Beispiel übernimmt das Land das, aber in vielen anderen Bundesländern dann nicht. Oder da, also da kommt es dann auf die finanziellen Mittel der Kommune an. Also das wäre wahrscheinlich dann eher Landesaufgabe, das entsprechend dann auch zu finanzieren. Ja, vielen Dank für die Antwort. Da kann ich unmittelbar dran anknüpfen. Eine Frage aus unserem Auditorium, nämlich wie ist die Finanzierung dieser generellen flächendeckenden Mobilität, also der Mobilitätsgarantie im ÖPNV denn geplant? Und der Zusatz noch, dass der Zuhörer das auf jeden Fall sehr positiv sieht und es auch gerne umgesetzt hätte, aber eben die Frage nach dem Geld aufwirft. Und vielleicht ergänzend aus landespolitischer Sicht, naja, also wenn ich jetzt mal Bayern nehme, wir geben wahnsinnig viel Geld für den Straßenbau aus. Allerdings ist das Gros auch hier Bundesmittel, die im Straßenbau versenkt werden. Bundesfernstraßen, Bundesautobahnen, Staatsstraßen sind schon mal auch viel.
aber der kleinere Anteil von dem Ganzen. Und ansonsten ist ja die Schienenpersonennahverkehrsaufgabenträgerschaft bei den Ländern. Und das Land könnte sicherlich einiges freischaufeln und in Richtung ÖPNV schieben. Aber so eine flächendeckende Mobilitätsgarantie, die, wenn man sie sukzessive aufbaut, das ist schon eine Hausnummer für ein Bundesland. Also wie seht ihr das aus bundespolitischer Sicht? Ja, also ich würde es eigentlich ähnlich formulieren, wie du es dargestellt hast. Also wir brauchen erstmal eine andere Prioritätensetzung, ne? Wenn ich mir angucke, dass ich an Bundesautobahnen laut Ausbaugesetzen noch 850 Kilometer Autobahn bauen soll, sehe ich da eine gewisse Diskrepanz zu der Frage, wie schaffen wir es denn, dass in ländlichen Räumen eben dann auch die Mobilität sichergestellt wird, eben für Leute, die eben kein Auto haben. Und wenn ich auf der anderen Seite sehe, wie viele Strecken in letzter Zeit eben außer Betrieb gegangen sind, wo jetzt mühevoll angefangen wird, die Deutsche Bahn hat ja jetzt, glaube ich, 20 Projekte gerade vorgestellt, die sie reaktivieren will, das zurückzugehen. Also da wird es wahrscheinlich sicherlich nicht das eine Instrument geben, sondern wahrscheinlich gibt es da mehrere Möglichkeiten. Also einige Kommunen und Länder denken darüber nach, Parkraumbewirtschaftung erhöhen. Andere diskutieren über eine City-Maut. Baden-Württemberg geht ja jetzt voran mit dem Mobilpass, wo sie sagen, also dass Kommunen und Landkreise zukünftig die Möglichkeit haben, dafür einen Beitrag einzufordern. Da also gibt es durchaus Wege, wie man das erreichen kann. Aber auch der Bund muss natürlich viel mehr seinen Beitrag dazu leisten, indem er eben die Strecken reaktiviert, in Betrieb setzt, aber auch eben gemeinsam mit den Ländern schaut, wie man das bewerkstelligen kann und dass eben Gelder dann auch für die kommunale Pflichtaufgabe fließen. Da müssen sich Bund und Länder bereit finden, das zu tun. Wir fordern ja schon seit einiger Zeit einen ÖPNV-Gipfel. Der hat jetzt leider in einem nur kleineren Rahmen ohne den Bund stattgefunden, den wir im Bündnis Verkehrswende ÖPNV mit organisiert haben. Aber dahin muss die Richtung gehen. Also wir brauchen eigentlich keinen Luftfahrtgipfel, brauchen wir, sondern wir brauchen eigentlich mal ÖPNV-Gipfel und zwar regelmäßig gerade in dieser Phase, wo der Verkehr ja viel schwieriger, also der ÖPNV viel schwieriger unter der ganzen Corona-Pandemie leidet und eben wieder rauskommen muss. Ja, die Antwort, dass der Bund ran muss, hört man als Landespolitiker natürlich sehr gern. Aber tatsächlich, Scherz beiseite, sehe ich das auch so. Denn wir haben ja die vielen klimaschädlichen Subventionen, die ihr ja auf der einen Folie auch zusammengestellt hattet. Und die sind halt nun mal zum Großteil vom Bund veranlasst und weniger von den Bundesländern, auch wenn die auch viel Klimaschädliches machen, keine Frage. Aber die großen Batzen sind ja sozusagen da schon beim Bund. Und wenn man die umstellen wollte, dann muss das Geld natürlich auch dann dorthin, wo dann die Umsetzung der Verkehrswende, der sozialen Verkehrswende erfolgt. Das ist dann eher in Ländern und Kommunen. Das sehe ich ganz genauso. Freue mich sehr, dass wir da auch deckungsgleich sozusagen sind, so ziemlich. Und allerdings hat es einen Haken ja schon, auf das uns ein Teilnehmer aufmerksam macht. Ich zitiere die interessante Frage: Größere oder weite Urlaubsreisen nachhaltig zu gestalten. Rad und oder Bahn sind oft schwierig zu organisieren, vor allem wenn Kosten nicht zu hoch sein sollen. Daher sind Personen in prekären oder auch in durchschnittlichen Einkommensverhältnissen anfällig bei dem Thema Billigflüge. Und das hatten wir ja auch bei Kerosinsteuer, war in eurem Tortendiagramm mit drin. Richtigerweise, wie ich finde, aber das ist dann natürlich in der Kommunikation ein heißes Eisen. Ich führe jetzt aber das Zitat fort, der Frage, wie kann man das ändern, dass also ein erheblicher Teil der Bevölkerung halt sehr anfällig ist bei dem Thema Kerosin besteuern und damit Billigflüge teurer machen. Gibt es Möglichkeiten, bessere Schulung von Reisebüros, Beratungsgutscheine für Bedürftige, Fernzüge mit Sparpreisen zu beliebten Urlaubsdestinationen? All das wären Fragen. Und hier kann ich auch den Namen nennen, weil die Funktion dabei steht, von Christian Loos, Landesvorsitzender VCD. Ja, da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Also zum einen würde ich mir ja wünschen, dass ich mittlerweile dann eine App habe, wo ich alles buchen kann und nicht den Flug muss ich dann auf dem einen Portal buchen, die Bahnfahrt auf dem anderen Portal.
sodass ich einfach ziemlich schnell den günstigsten Preis zum Beispiel rausfinde, was ja bei der Bahn nicht immer ganz so einfach ist, weil viele Bahnfahrten sind ja teilweise durchaus günstiger als der Flug. Aber wenn ich jetzt nicht so ohne weiteres weiß, wo ich das finde oder eben frühzeitig buche etc., ist das natürlich schwierig. So, wenn ich das jetzt Ganze mal europäisch denke, ne, also ich gehe auf eine Flugseite, dann wird mir angezeigt, ich möchte von Berlin nach Barcelona. Zack, da fliegen die drei hin mit der und der Verbindung und kommen da an. Und dann kann ich mir den günstigsten aussuchen. So mache ich das bei der Bahn. Viel Spaß dabei, weil eben die Bahnen leider eben nicht ihre Daten teilen. Da wäre es durchaus schön gewesen, wenn es da mehr Bewegung gegeben hat. Leider sind ja die Bahnfahrgastrechte ja gerade neu gemacht worden und das Durchgangsticket, was ja einige gefordert haben, ist ja leider nicht gekommen. Es war ja auch die Fahrradmitnahme geregelt. Das Europäische Parlament hatte ja sogar 8 Fahrräder pro Fernverzug gehabt. Jetzt sollen es ab 2023 4 Fahrräder sein. Also die ÖBB zeigt ja, wie es geht. Da könnte die DB sich durchaus noch ein paar Scheiben davon abschneiden. Aber im Grunde genommen, wenn man das strukturiert und einfacher organisiert, sodass ich eine App habe, wo ich feststelle, wie komme ich schnell von A nach B. Und wenn ich dann noch den Vorrang habe, eben für den umweltfreundlichen Verkehr, denke ich, kann man das durchaus lösen. Und ja, die ganzen unfairen Wettbewerbsbedingungen hast du ja dargestellt, ne? Also keine Steuern auf internationale Flüge, keine Mehrwertsteuer und eben keine Kerosinsteuer, während die Bahn zum Beispiel voll ihren Treibstoff besteuert und auf jeder Strecke Mehrwertsteuer erhoben wird, mittlerweile in Deutschland ein ermäßigter Satz, glücklicherweise. Aber eben auch noch die Trassenmaut, die ist ja da, ne? Also ich glaube, im Flugverkehr gibt es, glaube ich, nur für den Überflug nach über Sibirien muss man eine Maut zahlen. Und es haben sich, glaube ich, auch bei den Fahrgastrechten die Konditionen verschlechtert zulasten der Fahrgäste, indem die Regelungen bei höherer Gewalt, also sagen wir mal, nennen wir es mal schlechtes Wetter, verändert wurden, auch sehr unerfreulich. Vielen Dank auch für diese Antwort. Es kommt daran anschließend haben wir hier noch eine Frage. Moment, wo war es jetzt? Hier, vielen Dank für die umfängliche Info. Ich bin voll bei euch, schreibt ein Teilnehmer. Frage: Wie argumentiert ihr, dass diejenigen, die hohe Kosten verursachen, Unfallschäden, CO2-Emissionen und so weiter, ja auch in der Regel höhere Steuern zahlen und vor allem für Arbeitsplätze und somit Steueraufkommen sorgen, wie zum Beispiel beim Beseitigen der Schäden? Also, wie entgeht man diesem Einwand? Sozialpolitische Argumentation. Ach, und jetzt kommt gerade noch eine Ergänzung des Fragestellers herein. Er ergänzt noch: Ich bin für das Verursacherprinzip. Kann man einen Teil des Kaufpreises von teuren PKWs, die in der Regel teure Kosten verursachen, in die Infrastruktur oder Zuschuss von ja, bei prekären Einkommensverhältnissen leisten? Ja, also das Argument hört man ja oft, ich zahle doch Kfz-Steuer und damit ist das alles inbegriffen. Und wenn man jetzt mal die gesamte Kfz-Steuer und Energiesteuern und sogar die Lkw-Maut zusammennimmt, ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, kommt man auf 50, 60 Milliarden Euro. Jetzt kann man natürlich sagen, also Leute, die ein großes Auto fahren und weitere Strecken fahren, haben in der Regel höheres Einkommen und zahlen auch mehr. Aber ich glaube, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Und wenn der Fragende ja schon dargestellt hat, das Verursacherprinzip, denke ich, kann man da durchaus auch noch den Weg weitergehen. Also bei Kfz-Steuer kann man ja zum Beispiel durchaus eine Bonus-Malus-Regelung machen, dass derjenige, der ein emissionsarmes, kleines Auto fährt, dass der begünstigt wird und derjenige, der ein großes, schweres Auto fährt, mehr zahlt. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten, das fair zu verteilen. Und ich sehe ja eigentlich eher, dass die Menschen, die ein hohes Einkommen haben, weil viel weniger die Schwierigkeit haben, das dann auch alles finanzieren zu können. Die Herausforderung, die besteht, wie holen wir eigentlich die Menschen raus, die eben momentan nicht mobil sind aus den verschiedensten Gründen, die ja Katharina in der Folie zur Mobilitätsarmut dargestellt hat. Und die brauchen doch eigentlich unsere Hilfe. Also insofern würde ich da auch ein bisschen an das Solidarprinzip appellieren.
Es gibt Menschen einfach, die ganz geringe also Radien haben, wo sie unterwegs sind und einfach gewisse Ziele gar nicht erreichen und damit eigentlich auch von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen sind. Und da ist doch eigentlich die Aufgabe des Staates, zu helfen und jetzt nicht dafür zu sorgen, dass eben derjenige, der jetzt ein hohes Einkommen hat, dass der, ja, jetzt hast du jetzt schon genug geleistet, dann lassen wir das mal. Und ja, die Herausforderungen des Klimaschutzes sind da. Die Klimakrise wird leider nicht warten, ne? Also sie kommt und wenn wir da die Ziele nicht erreichen können, das wird schwierig. Und das können eben nicht die Menschen mit wenig Einkommen schultern. Zumal sie ja sowieso ganz geringe Beiträge da überhaupt da haben. Vielen Dank. Vorhin ist noch das bei der vorherigen Antwort das Stichwort Fahrrad gefallen und da fällt mir ein, dass ich am Anfang ganz vergessen habe, die ADFC-Landesvorsitzende bei uns zu begrüßen. Herzlich willkommen, liebe Bernadette Felsch. Und ich komme dann zu der, wie mir scheint, letzten Frage. Ah, derselbe Fragesteller hat gerade noch eine lange Frage nachgeschoben. Jetzt stelle ich erstmal die erste. Ich glaube, es ist keine Datenschutzverletzung, wenn ich den Namen nenne. Herr Edmeier. Herr Edmeier ist von dem Unternehmen B2Ride, ein Business Ridesharing App und Plattform, die versucht, dass mehr Menschen in einem PKW sitzen als die 1,1 Menschen, die wir momentan im Schnitt im Berufsverkehr in unseren Ballungsräumen oder auch bundesweit unterwegs haben, was ja auch ein Beitrag sein kann, Verkehr jenseits des Umweltverbundes sozusagen ohnehin fahrenden Verkehr, Straßenverkehr effektiver, effizienter und damit auch klimafreundlicher und vielleicht auch bezahlbarer zu machen kann. Auch vielleicht eine sozialpolitische Komponente ist sehr gut vorstellbar. Und deswegen stellt Herr Edmeier die erste Frage, wie groß sehen Sie das Potenzial, die freien Plätze im MIV, also im motorisierten Individualverkehr, verfügbar zu machen? Die zweite Frage muss man erst durchlesen. Ja, also Bediengarantie heißt ja für uns nicht, also Bedienstandards oder Mobilitätsgarantie, das muss jetzt alles mit einem Bus erfolgen. Ja, also wenn es Möglichkeiten gibt, das anders zu regeln und gerade bei so kleinen Ortschaften unter 200 Einwohnern kann ich mir durchaus vorstellen, dass es da auch andere Lösungen gibt. Da ist ja teilweise das Auto dann tatsächlich das ökologische Fahrzeug und wenn man das dann schafft, dass die eben einem Fahrzeug zu dritt, zu viert genutzt wird, ist das durchaus eine Möglichkeit, das zu erreichen. Ne? Also deswegen ja die Idee, ich habe eine App, wo ich alle verschiedenen Formen hinbekomme und alles im Grunde genommen feststellen kann, wie ich eben zu meinem Ziel komme. Und da kann das dann durchaus eine Möglichkeit sein. Also was wir aber eben auch feststellen, ist, dass ja gerade die ganzen vielen neuen Anbieter sich ja eben sehr oft in Innenstädten tummeln und gerade in den Bereichen, wo es vielleicht dann ab und an nötiger wäre, andere Formen bereitzustellen als der Bus, der dann Berlin im Außenbezirk alle 20 Minuten fährt oder weiter draußen eben alle halbe Stunde, wie man da Alternativen schafft. Und ich glaube, da stehen wir noch vor der Herausforderung, wie wir das schaffen, da Menschen mitzunehmen, aber da gibt es durchaus, denke ich, verschiedene Formen, muss dann eben nur fair zugehen, es muss in einem fairen Ausschreibungsverfahren ablaufen und regelmäßig dann eben auch wieder erneuert werden, denke ich, da gibt es dann durchaus, kann ich mir da verschiedene Formen vorstellen, aber die Herausforderung ist ja tatsächlich, wie kriegen wir diese verschiedenen Angebote in den ländlichen Raum und wie schaffen wir es eben, dass sie gerade in Innenstädten eben den ÖPNV jetzt nicht im Grunde genommen teilweise sogar an den Rand drängen, sondern dass jeweils da, wo das geeignete Verkehrsmittel ist, und das mag in der Innenstadt die Straßenbahn, der Bus sein und in äußeren Räumen kann das durchaus Carsharing oder eben ein geteiltes Auto sein, ja. Und dann muss man dabei natürlich noch also schon auch mitdenken, dass nicht alle Zugang zu solchen Apps haben oder verstehen oder so. Also dass man da ein Angebot schafft, das tatsächlich dann auch für alle zugänglich und verständlich ist. Ne? Und also wenn man sich so anguckt, wer im Schnitt solche Carsharing-Angebote zum Beispiel benutzt, dann sind das halt auch eher nicht die einkommensschwachen Schichten oder so. Ne? Also dass man das sinnvoll in ein ÖPNV-Angebot integriert und gleichzeitig da tatsächlich so informiert darüber, dass das für alle zugänglich ist.
auch preislich. Gut, vielen Dank. Ja, der zweite Nachricht von Herrn Idmay war eher ergänzende Informationen rund um das Thema Ridesharing, Business Ridesharing. Das habe ich aber indirekt eigentlich durch meine Einleitung sozusagen schon eingeführt, haben uns hier noch kurz geschlossen. Das ist keine zusätzliche Frage. Insofern liegt mir auch keine weitere Frage aus dem Publikum vor. Wir sind außerdem auch 7 Minuten vor dem Ende, wo die Sitzung beendet ist und wir auseinandergehen müssen. Insofern würde ich tatsächlich schon zum Schluss kommen. Es sei denn, ihr beide habt noch etwas, was ihr uns mit auf den Weg geben wollt, dann sehr, sehr gern. Dann bitte um ein Signal. Ansonsten möchte ich mich ganz herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bedanken, die sich heute Abend trotz ja, mehr oder weniger schönstem Wetter, leichter Gewitterneigung heute hier zugeschaltet haben. Das, sagen wir mal, trotz allgemeinem Corona-Lockdown, Videokonferenz-Overkill, trotzdem sich bereit erklärt haben, hier mitzumachen und mitzudiskutieren. Vielen Dank an mein Team, das die ganze Veranstaltung organisiert und beworben hat. Und am allermeisten Dank natürlich an unsere beiden Referentinnen und Referent, Katharina und Alexander. Herzlichen Dank für den kompakten Eindruck, Vortrag, für die gute Diskussion. Und ich freue mich auf weitere Blog-Einträge, weitere Aktivitäten bei euch beim VCD, weitere Nachrichten und Newsletter. Wir bleiben im Kontakt und ich hoffe, dass wir uns bald auch physisch begegnen können und all diese Lockdown-negativen Auswirkungen Geschichte sein werden. Ich wünsche allen hier in der Runde einen schönen Abend. Wir werden die Sitzung technisch jetzt hier beschließen und dann sind wir zack auch auseinander. Ja, nicht wundern, wenn es plötzlich ganz schnell beendet ist. Vielen Dank nochmal euch, viele Grüße nach Berlin und bis bald. Ja, vielen Dank für die Einladung und viele Grüße nach München. Dankeschön. Danke.